Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fishing North Atlantic. In der letzten Folge war ich ja mit der Harpune auf hoher See unterwegs und das war nicht nur ziemlich anstrengend und aufregend, man brauchte auch ein bisschen Glück und Glück brauche ich auch heute wieder, denn heute werde ich mit meinen Leinen hier unterwegs sein muss natürlich die richtigen Bestände oder die richtigen Stellen dafür finden. Ob mir das gelingt, werden wir später sehen. Jetzt muss ich erstmal noch hier das Schiff noch so ein bisschen ausrüsten. Ein paar Dinge habe ich schon gemacht, aber ich wollte es euch gerade mal schnell zeigen. Man braucht nämlich Fanggeräte, das sind in meinem Fall jetzt hier diese Tiefseeleinen. Und ich brauche Köder. Habe ich das meiste hier schon mit Hering ausgerüstet, aber werde ich jetzt hier auch nochmal machen. Eignet sich für Schwertfisch und für Thunfisch, wenn ich es richtig sehe. Vor allen Dingen für Thunfisch, aber eben auch so ein bisschen für Schwertfisch. So. Und dann haben wir, glaube ich, jetzt alle ausgerüstet. Gehen nochmal schnell zurück in die Stadt, an die Bar und gucken, ob die hier Tipps haben. Aber ich glaube, das bringt uns jetzt nicht so weiter. Dann fahren wir einfach mal raus und ich werde mich so ein bisschen nach meinem Sonar richten. Das habe ich auch schon mal aufgerüstet und ja, hoffentlich bringt uns das was. Ich gucke nochmal gerade, wenn ich jetzt hier ablege, ob auch die Mannschaft vollständig ist. Ja, das sieht gut aus. Dann würde ich vorschlagen, ab geht da der Peter. Fahren wir los. So. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Map mittlerweile auch so ein bisschen weiter erkundet und habe mir das Spiel ein bisschen besser angeschaut. Und ich meine, in einer Sache waren wir uns auf jeden Fall einig. Dieses Spiel sieht absolut grandios aus. Ähnlich wie andere Unreal Engine Spiele. Gibt natürlich auch ein paar, die sehen nicht so toll aus. Aber das ist auf jeden Fall einer der Knaller. Und auch gameplay-technisch hat sich einiges getan. Und heute kann ich euch dann zeigen, wie man diese Leinen hier ausbringt, diese Tiefseeleinen. Und wie man sie dann später wieder einholt. Und hoffentlich sind da viele Fische dran. Weiß ich aber natürlich aktuell noch nicht. Wir gucken, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen raus und gucken dann mal so ein bisschen, wie es hier aussieht mit den Beständen. Aktuell sieht das noch nicht ganz so gut aus. Vielleicht sollte ich die Schnellreisefunktion nutzen. Gucken wir mal gerade, dass ich hier aus dieser Bucht rauskomme. Ich glaube, man nennt es Bucht, ne? Und ich denke, hier so in dieser Region werden sie wohl sein. Könnte ich mir vorstellen. Weiß man aber natürlich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich habe noch einen Tipp für hier unten. Genau, hier könnte ich auf jeden Fall noch Schwertfisch fangen. Aber da war ich nun mal auch schon mal unterwegs. Und ich dachte mir, vielleicht sollte man an anderer Stelle nochmal anfangen. Oh ja, hier ist eine gute Stelle. Die sind zwar ein bisschen tiefer, aber das ist, glaube ich, gar nicht... Ich glaube, hier fange ich schon mal an. Leute, das ist jetzt ein kleiner Überraschungserfolg. Aber ich glaube, hier kann man es durchaus probieren. Ja, das sieht gut aus. So, dann müssen wir jetzt mal kurz ein paar Dinge regeln. Der muss nämlich jetzt die Ausrüstung vorbereiten. Und ich werde jetzt einfach mal dazugehen, glaube ich. Oder ich lasse ihn erstmal machen. Ich lasse ihn erstmal machen. Er bereitet das vor. Oder es ist eine Sie, Emma King. Benannt nach der Königskrabbe. So, und damit ist das erste Ding raus. Okay, die Leine ist ausgeworfen. Ich muss mal gucken, ob man diese Benachrichtigung irgendwie ausschalten kann, weil sie klingt tatsächlich wie bei GTA 5 LSPDFA, wenn irgendwas abgestürzt ist. Und es ist kein gutes Zeichen und innerlich zieht die Folge dann immer an mir, an meinem inneren Auge vorbei. Das ist natürlich nicht so. So, diesen Rotbarsch, das ist, glaube ich, Rotbarsch. Kurz schauen. Moment hier. Ja, den brauchen wir nicht. Den können wir auch gar nicht mitnehmen. Das ist also nicht so ganz... sinnig, hier jetzt noch was zu holen. Wir gucken mal, wie es hier... Ah, hier ist aber noch was anderes. Ich tue hier auch mal einen raus. Könnte sich durchaus lohnen. Ist ein bisschen risky. Eigentlich sollte man sich einen Tipp aus der Bar holen und das dann auch berücksichtigen oder beherzigen. Ich mache es jetzt aber trotzdem mal nicht. Könnte sich später auszahlen. Hier, das sieht auch noch mal ganz gut aus. Gucken wir, ob es noch ein bisschen mehr wird. Ah, ich glaube, ich kann hier nochmal einen rauswerfen. Wenn er gleich fertig ist. Hat er? Soll ich weiter vorbereiten? Ah ja, okay. Zack. Und dann bereitet er nochmal vor. Ich kann den aber auch mal davon abziehen und kann das gleich selbst machen. Ich muss nur das ein bisschen im Auge behalten. Ah, hier ist auch gut. Hier ist auch gut. Hier direkt raus. Rinn mit dem Ding. Zack.
Man kann die auch nicht ganz so nah beieinander abstellen. Also es müssen immer so 100 Meter oder sowas dazwischen sein. Also kann jetzt nicht ein Netz nach dem anderen aufstellen. Das geht nicht. Da würde man einen ganzen Fischschwarm, eine ganze Population hier leer fischen vermutlich. Oder vielleicht verhaken die sich dann auch ineinander. Ich weiß nicht, wenn ihr es wisst, warum man es nicht machen kann, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Allgemein vermisse ich ein bisschen Feedback. Ich habe mir natürlich alle Kommentare durchgelesen, aber so viel waren es ehrlich gesagt gar nicht. Also klärt mich gerne mal auf. Was muss man, vielleicht sind einige von euch ja schon mal auf sowas mitgefahren. Klärt mich gerne mal auf, was man in der Realität beachten müsste. So, jetzt ziehe ich den mal davon ab. Ich glaube nämlich, ach, das ist echt eine ganz gute Situation hier, in der wir uns hier gerade befinden. Die Emma geht jetzt mal weg und ich lasse den mal so langsam weiterfahren. So, und beende kurz das Fahren, gehe vom Steuer weg und kümmere mich mal selbst um die ganze Geschichte. Der ist jetzt schon vorbereitet. Das heißt, da müssen wir noch reintun. Und eigentlich könnte man jetzt, wenn ich jetzt nicht schon alles verwendet hätte, könnte man jetzt hier das vorbereiten, müsste es dann hier hinstellen und könnte es dann hier reinwerfen. Müssen wir später nochmal machen. Ich meine, das bleibt uns noch ein paar Mal erhalten. Jetzt ist aber erstmal alles reingeworfen und ich könnte zurückfahren zum Hafen, da ein bisschen die Zeit vorspulen und dann wiederkommen. Oder ich kann in der Zwischenzeit vielleicht auch nochmal andere Leinen auslegen. Muss ich mir mal überlegen. Ich würde aber sagen, das mache ich jetzt mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das ganze Ding hier einhole. Dauert nämlich, wie gesagt, einen Tag ungefähr, bis man, oder einen halben Tag, bis man das wieder einholen kann. Die Leinen verfärben sich dann auch so grün-bläulich, wie es im Vorgänger auch schon war, aber das sehen wir gleich. Ich würde sagen, bis gleich. So, mittlerweile ist etwas mehr als ein Tag hier im Spiel vergangen und ich hätte es mir natürlich einfach machen können und mich einfach zurück zum Hafen bringen lassen können oder hätte da hinfahren können, dann schnell die Zeit vorspulen können und dann weitermachen können. Aber ich habe die Zeit, wie versprochen, ein bisschen sinnvoller genutzt, weil ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorge hatte, dass es vielleicht doch nicht ganz der optimale Standpunkt ist. Deswegen habe ich hier nochmal ein paar Leinen ausgebracht und hier und werde jetzt hier in der Region vermutlich auch nochmal ein paar neue ausbringen. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass relativ viele Makrelen zum Beispiel unterwegs sind oder auch Seelachs oder Rotbarsch, habe ich hier viel gesehen, wie viel an Schwertfisch bzw. an Thunfisch hier allerdings unterwegs ist, das weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht der optimale Punkt, aber ich fand es halt auch jetzt irgendwie zu einfach, nur da unterwegs zu sein, wo man sich den Tipp geholt hat. Hab da aber, wie gesagt, sicherheitshalber nochmal ein paar Leinen ausgebracht und ich würde sagen, jetzt gucken wir einfach mal. Ich meine, ich habe ja hier diese Ansicht. Jetzt schauen wir einfach mal, dass ich langsam Kurs auf die Leinen nehme. Und vielleicht bringe ich jetzt tatsächlich hier nochmal ein paar aus. Ich meine, hier ist ja ein bisschen was unterwegs. Auch wenn es nicht, ja. Ich lasse die erstmal auf dem Boot. Wenn wir später Platzangst haben, beziehungsweise Platzprobleme, dann müssen wir die vielleicht nochmal ausbringen. Aber ich lasse erstmal auf dem Boot und holt schon mal die ersten Leinen ein. Dann sehen wir ja, wie erfolgreich hier der Fang war. Also ich habe schon ein paar Meldungen bekommen, dass hier wohl was in die Netze gegangen ist. Also hier ist zum Beispiel Schwertfisch. Ne, Leute, ich bringe das doch hier schon aus. Ich lasse den mal kurz vor, die mal kurz hier. Ich sage immer der, aber es ist eine Dame mit Kurzhaarschnitt. Ich bringe das hier schon aus. Besser ist es. Kurz vor den anderen Leinen natürlich, aber. So, komm. So. Und dann noch eine. Und dann sind wir gleich an den ausgelegten Tiefseeleinen. Na, noch können wir nicht. Jetzt muss ich vermutlich hier nochmal einen kurzen Schwenk machen. Weil da schon die fertige ist. Aber ist vielleicht nicht so eine schlechte Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier zum Beispiel mehr Schwertfisch fangen und bei den anderen Leinen, dass da eben mehr Thunfisch in die Netze gegangen ist. Also ist ja eigentlich kein Netz, aber dass da mehr Thunfisch angebissen hat. Aber ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal rausfinden. Also es kann eine Katastrophe hier vorne sein. Es kann auch gut ausgegangen sein. Wir werden es gleich sehen. Die Tipps in der Bar sind auch nur begrenzt hilfreich.
Also es ist ein guter Indikator, aber sie sind halt immer von vor einer Woche. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Spiel tatsächlich realistisch berechnet wird. Und die dann tatsächlich schon sich so ein bisschen davon wegbewegt haben. Aber ich denke, man braucht auch hier im Spiel tatsächlich so ein bisschen Erfahrung. So, das ist noch, glaube ich, nicht die richtige. Da vorne, das ist die erste. Jetzt müssen wir nämlich mal die Crew anders organisieren. Die muss jetzt hier zum Angeln und dann müssen wir ein bisschen runter von der Tube. So, und jetzt gleich geht's los. Und, ja. Alles klar. Ach, es hat tatsächlich was angebissen. So. Mist. So. War immerhin noch okay. Das sieht mir nach Schwertfisch aus, oder? Auch nur okay. Man muss dieses, also ich war erst ein bisschen irritiert, als ich das erste Mal gemacht habe. Wusste nicht so ganz, wo muss man jetzt eigentlich drauf zielen. Aber es ist so, dass man diesen Kreis da treffen muss. Ich finde es okay. Zwei Fische, also wir werden gleich sehen, es wird noch wesentlich besser an anderen Standorten sein. Aber zwei Fische, das ist schon nicht so schlecht. Immerhin 500 Kilogramm. Ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal kurz das Lager ausgebaut. Mehr konnte ich mir leider nicht leisten. Deswegen habe ich am Ende auch nur noch drei Leinen dabei gehabt. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Aber ist schon ganz okay. So. Ja, das habe ich jetzt vergurkt. Ich habe die Taste falsch berührt. Da fahre ich nochmal schnell zurück. So. Da muss ich ein bisschen näher ran. Ah, ich nehme erstmal den nächsten. Kommen wir gleich nochmal zurück. Rangieren und dann nochmal so ran und so, das ist ein bisschen schwierig auf hoher See. Das sieht einfacher aus oder stellt man sich einfacher vor, als es dann tatsächlich ist. So, die Emma ist schon bereit. Und dann... Also es ist tatsächlich besser umgesetzt als im Vorgänger. Und ich... Also es macht einen Mordspaß irgendwie, dieses Spiel. So, auch hier hat was angebissen. Liebe Leute. Na, den habe ich verfehlt. So gut. Na? So, ab die Post. Weg damit. Rinn in den Bootskörper. Zack. Und dann noch einer. Auch, immerhin. Also ich finde, dafür, dass es jetzt kein expliziter Tipp war und ich das auch etwas anders in Erinnerung hatte, welche Fischbestände hier sind, also wesentlich mehr Makrele, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist, also, das ist nicht so schlecht. Ich hatte mit einer Katastrophe gerechnet. Vielleicht liegt es auch daran. Ich glaube, ich kann tatsächlich nach diesem Ding hier schon wieder in den Hafen fahren. Ich habe auch überlegt, ob ich es noch ein bisschen länger drin lassen soll, die Leinen. Man muss dann immer so den richtigen Zeitpunkt abpassen, weil wenn man zu lange drin lässt, dann verschwinden die Fische wieder. Dann hat man nichts gewonnen. Na, ja, nehmen wir auch auf dem Rückweg, glaube ich, nochmal mit. Nicht zu weit weg. Da hat man nichts gewonnen. Die verschwinden wieder. Das ist unspektakulär. Das bringt einem nichts. Aber ich wollte eben jetzt auch nicht zu lange warten vor dem Hintergrund, dass ich noch andere Leinen im Wasser habe und ich muss den Kram ja unter Umständen, oder die Fische, sagen wir es ein bisschen respektvoller, die Fische muss ich ja auch noch zurückbringen in den Hafen und da vergeht dann auch nochmal Zeit und da muss man tatsächlich ein bisschen rechnen. Also man kann es nicht einfach so machen, wie man gerade meint, sondern man muss es ein bisschen mit Köpfchen machen. Hier sind es nochmal zwei Fische, das werden wohl so 500 Kilogramm sein. Na, verfehlt. Nochmal. Zack. Immerhin gut. Ja, das sind diese Minigames, die fand ich im ersten Teil schon nicht so gut, aber ich finde es im zweiten Teil hier ein bisschen besser umgesetzt. Aber krass, was das für ein Kraftakt sein muss, diese Fische da rauszuholen. Also auch mit der Harpune, das ist ja richtiges Handwerk in der Realität, ne? Das muss richtig... Also das muss einen körperlich richtig schaffen. Ich meine, auf der See ist, glaube ich, die Arbeit sowieso ein bisschen anstrengender.
mit der Luft. Aber also, großen Respekt davor. Wäre nichts für mich, glaube ich. Im Spiel ist es toll, aber... Ja, knapp 500 Kilogramm. So. Zack! Hier ist, sind immerhin zwei. Und dann... Immerhin, gut. Ich glaube, da hängt auch so ein bisschen... Also, je nachdem, wie gut man die packt, wird es auch irgendwie berechnet. Also, wenn man sich mehr Mühe gibt oder die perfekt nimmt... Ich glaube, so war es beim Vorgänger. Hier habe ich es noch nicht kontrolliert, aber ich denke, auch hier ist es so. So, oh, da fahren wir in den wunderschönen Sonnenuntergang. Dann nehmen wir da vorne noch die Boje mit. Dann bin ich mal gespannt, was das hier bringt. Ah, ich dachte, ich verfehl's. Perfekt! Rinder mit! Zack und... Nochmal. So. Alright. Das hat gut funktioniert. Mensch, so langsam füllen sich die Lager hier. Viel Platz ist nicht auf dem Boot. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das jetzt hier aussieht. Also die muss ich auf jeden Fall noch mitnehmen und die... Auch. Dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich fahre mal jetzt mit der Schnellreisefunktion hin, sonst dauert das zu lang. Aber die Line mache ich natürlich auch los und da muss ich mir mal überlegen, ob es sich dann noch lohnt, zu den nächsten Line zu fahren. Ich glaube nämlich, dass der Ertrag tatsächlich so groß ist hier bei den Line, dass ich erstmal in den Hafen das Ganze bringen muss und zu Geld machen muss. Und das freut mich wiederum, weil ich einen Kredit aufgenommen habe. Oder mehrere sogar. Über 20.000 Euro hier oder Dollar. Ich weiß nicht, wie es berechnet wird. Jetzt also nicht allzu viel. Aber das muss erstmal weg, zurückgezahlt werden. Und dann brauche ich natürlich auch Geld für die nächsten Schiffe, die noch warten. Das ist natürlich auch wichtig. Zack! Und da vorne noch einer. Ich glaube, man kann auch so 4, 5 dran haben. Aber dann ist es schon wirklich sehr gut, glaube ich. So. Und weiter geht's zum letzten da vorne. 500 Kilo nochmal. Das passt tatsächlich. Gerade so. Oh. Also mehr als 4000 Kilo kann ich nicht mitnehmen. Man sieht hier unten rechts die Anzeige. Oh. Aber auf jeden Fall ein großes Abenteuer. Oh. Was ist das hier eigentlich für ein Blinken? Irgendwas mit Deep Line? Was es genau bedeutet, weiß ich nicht. So, da sind wir. Ein bisschen runter vom Gas. Und dann ran. Ah, auch nochmal zwei. Ja, dann passt es perfekt. Na, immerhin okay. Das ist nicht ganz so schön dargestellt. Ich glaube, in der Realität zappeln die noch so ein bisschen mehr. Aber der Wille war da. So. Dann würde ich sagen, ab in den Hafen. Und im Singleplayer, wenn ich jetzt für mich privat spielen würde, würde ich jetzt, glaube ich, sagen, fahre ich die ganze Strecke selbst, weil das schon Spaß macht hier gerade im Sonnenuntergang. Und natürlich auch toll aussieht und ein großes Erlebnis ist. Da wir das allerdings noch so oft machen werden, würde ich vorschlagen, kürze ich das jetzt hier mal ab und nehme diese Schnellreisefunktion und bringe die gefischten Fische binnen 12 Minuten hier in den Hafen. Moment, so. Okay, dann gucken wir mal. Wow! Fast 50.000 Dollar! Wow! Also wie ich gesagt habe, mehr Schwertfisch als Thunfisch. Das war ja irgendwie schon klar. Nee. Stimmt gar nicht. Mehr Thunfisch als Schwertfisch. Okay, aber bei dem anderen Punkt werden wir trotzdem mehr Schwertfisch, denke ich, haben. Und weniger Thunfisch. Also passt doch. Aber 48.500. Wow!
Dann kann ich jetzt erstmal meine Schulden hier zurückzahlen. Sofort zurückzahlen. Ah, 30.000 habe ich sogar aufgenommen. Habe ich immer noch 18.000 übrig. Könnte jetzt nochmal neue Line ausbringen oder auslegen. Aber ich glaube, ich werde erstmal den Rest einholen. Wie ich das allerdings mache, das seht ihr vermutlich noch in der nächsten Folge. Und dann plane ich natürlich auch bald ein neues Schiff zu kaufen. Ich werde also bis zur nächsten Folge ein bisschen weiterspielen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns hier zum Beispiel die Scarlet leisten können. Ist vermutlich noch ein bisschen groß, aber es gibt auch kleinere in anderen Häfen. Das Angebot variiert, glaube ich, von Hafen zu Hafen so ein bisschen. Aber ich schau mal, was sich da so alles machen lässt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut auch nächstes Mal wieder rein, dann vermutlich mit den letzten Einholversuchen hier mit diesem Boot und hoffentlich einem neuen Boot und ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf euer Feedback, auf euer Fachwissen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.